Willkommen bei Konradin Industrie TV. Ich darf bei mir begrüßen Herrn Armin Püringer. Er ist Business Development Manager bei Hilscher. Wir haben hier auf der SPS gesehen, dass die großen Feldbusorganisationen zusammenarbeiten. Für Sie als Hersteller von Multiprotokollchips bedeutet das, dass Sie auf Dauer arbeitslos werden? Weit gefehlt. Wir sind seit etwa 2 Jahren in Kontakt mit Mitsubishi und mit Siemens im Bereich der Realtime-Ethernet-Systeme. Und wir sehen das als Ergänzung zueinander. Wir sehen es nicht als eine Synergie, die in ein gemeinsames Protokoll münden soll. Die Strategie ist einfach eine produktbasierte Strategie, um jeweils die Produkte in den Märkten des anderen auch verkaufen zu können. Wir als Hilscher unterstützen das, indem wir die entsprechende Koppler-Technologie entwickelt haben und haben auch hier ein erstes Produkt als Prototyp auch gezeigt. Eines Ihrer Ziele ist ja durchaus, die Verbindung von Automatisierung und Informationstechnik zu fördern. In welcher Weise kann Hilscher das ganze Thema unterstützen? Hilscher hat sich vor 2 Jahren dazu entschieden, mit Industrie 4.0 das Produktportfolio voranzubringen. Hier haben wir gesehen, dass es nicht nur darum geht, Konnektivitätslösungen im Feld zu schaffen, sondern wir müssen durchgehend die Konnektivität zur IT, Industrie und Anwendung zu schaffen. Deswegen steht für uns im Mittelpunkt die Zusammenarbeit zwischen IT-Industrie, Hilscher als Konnektivitätspartner und genauso der Sensorik- und Aktorik-Industrie, die wir heute schon mit unserer NetX-Technologie beliefern. Wir haben diese Zusammenarbeit auch in ein Gesamtlösungskonzept gegossen, das wir NetIoT nennen. Sie adressieren ja auch das Thema, Daten in die Cloud zu schicken. Dabei spielt die Sicherheit, die Security eine große Rolle. Wie kann man diese am besten herstellen an der Stelle? Ja. Vielleicht ein Wort zu dem, was wir gesehen haben, die letzten 1,5 Jahre. Vor noch 1,5 bis 2 Jahren war Security der ganz große Hemmschuh, der viele gehindert hat, überhaupt mit IoT, mit Industrie 4.0 anzufangen. Jetzt sehen wir, dass die Vorteile der Industrie 4.0 oder IoT-Ansätze von Betreibern und Produktherstellern gesehen werden. Und Security wird konstruktiv adressiert. Security bedeutet aus unserer Sicht, dass jeder Hersteller von Technologieelementen in seinem Bereich Lösungsansätze, Funktionalitäten einbaut. Eine durchgehende Security-Lösung bedeutet aber, vom Sensor bis in die IT eine End-to-End-Lösung zu schaffen. Solch eine Lösung kann nach unseren Erfahrungen erst in einem Projekt beim Kunden geschaffen werden. Lassen Sie uns abschließend noch einen Blick werfen. In Europa, speziell in Deutschland, reden wir von Industrie 4.0. In Amerika ist das Industrial Internet Consortium sehr stark. Sehen Sie Unterschiede in diesen beiden Ansätzen? Wir sehen die Unterschiede. Hilscher ist sowohl Mitglied beim Industrial Internet Consortium in Amerika als auch hier in der Industrie 4.0 Plattform. Wir sehen, dass sich in der Summe beide Plattformen, beide Organisationen gegenseitig befruchtet haben in der Vergangenheit. Da, wo das IIC mit dem Fokus auf die Testbeds wesentliche Voraussetzungen geschaffen hat, um das Ganze praxisnah umzusetzen, hat die Plattform einiges an Basisarbeit geleistet in Richtung Technologieentwicklung. Also ich möchte hier die Stichworte Verwaltungsschale anführen, aber auch die Referenzarchitektur, die die RAMI-Plattform mit dem Fokus auf den Lebenszyklus darstellt, ist eine wesentliche Vorarbeit. Heutzutage sehen wir, dass jetzt der Gedanke der Testbeds auch im Rahmen des LNI 4.0 aufgenommen wird und hier auch Fokus auf Praxisbeispiele gelegt wird. Was die Gesamtkonzepte und Architekturen anbelangt, ist es einfach so, dass wir die Zusammenarbeit zwischen dem IIC und der Industrie 4.0 Plattform sehr begrüßen. Bleibt also weiter spannend. Herr Püringer, herzlichen Dank.